Tor. Gali? Ich mag mich verändert haben, Turaga no Kama, aber die Liebe zu meinem Volk ist dieselbe. Und doch ist nicht alles in Ordnung. Die Borok-Kal sind der gefährlichste Feind, den wir kennen. Sie drohen, uns alle zu besiegen. Hab keine Angst. Meine Nuva-Macht überwindet jedes Hindernis. Ja, und damit... Hi, Leute. Ich bin Lawrence Toro. Das Anfangsbild da gerade kam daher, dass gerade so ein Clip kam, in dem die Tor in die Toa Nuva verwandelt haben und sind jetzt noch stärker und haben so coole silberne Arm- und Bauchpanzer, wie man hier schön an Toa Gali sehen kann. Die einzige weibliche Toa übrigens. Naja, und eigentlich großartige neue Fähigkeiten, weiß ich nicht, dass die dazu gekommen sind. Hey, Kenner. Jedenfalls, ja. Reicht aber. Lass mich mal in Ruhe reden, Penner. Ha! Energie. Ja, ich hab jetzt rausgefunden, was die Dinger bringen. Das ist Energie einfach nur. Anscheinend. Naja, besser als nicht. Was wollte ich noch sagen? Ja, mit Hilfe der Krane haben sie sich hierhin anscheinend in die Toa Nuva verwandelt. Eigentlich dachte ich, es wäre flüssige Protodermis in einem Untersee gewesen, also unterirdischen See irgendwie so, die sie verwandelt hätte, aber naja. Protodermis ist quasi das Metall, der Stein, die Flüssigkeit aus Bionicle, die da quasi erfunden wurde. Das ist einfach so ein Stoff. Und das ist sehr nützlich und ganz toll und so. und aus dem Stoff bestehen, glaube ich, auch alle Viecher hier. Weiß nicht. Naja. Was soll ich noch sagen? Ja, wir sind jetzt Toa Gali, die Toa des Wassers. Und hier diese tollen Äxte. Die haben wir übrigens auch mal als Figur besessen. Und die konnten wir jetzt zusammen mit den meisten anderen auch nicht als normalen Leute spielen, sondern können die jetzt nur als Nuva spielen. Anscheinend. Und ich glaube, Tahu kann man und Kopaka kann man später auch noch als Nuva spielen. Also zumindest ich habe das Bild gesehen, wo Tahu ein Nuva ist. Und dann durch Lava surft und so. Ja, ganz recht, er surft durch Lava. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Wir sind jetzt hier in diesem wunderschönen Wasserdorf. Aber es ist nicht besonders tief, fällt mir auf. Wasser, also... Naja, sammeln wir noch ein paar Lichtsteine und so. Das wird geil. Aha. Genau, sie hatte die Maskenkraft, dass sie unter Wasser atmen konnte, glaube ich. War keine so tolle Maskenkraft wie die Maskenkraft des Schutzes und so, was die anderen halt konnten, aber naja, ich meine, der von Luft kann ja auch hat ja auch nur die Maskenkraft des freien Schwebens. Die Gamatoran verstecken sich überall. Im Wasser hältst du L gedrückt, um schnell zu schwimmen. Mit Doppelsprung, ah cool. Verlässt du das Wasser und erforscht das Wahrheit. Sehr schön. Na gut, und wenn ich L drücke, dann dreht sie die Schrauben. Ach ja, und sie hat sich jetzt ihre Werkzeuge, nicht Waffen, an die Füße gesteckt. Diese komischen Äxte. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Und mit den Schriftschrauben kann sie auch noch irgendwie paddeln. Schön. Was auch immer. Gut. Ah gut. Steuerung unter Wasser habe ich erstmal nicht ganz verstanden, aber ich glaube man kann so unter Wasser, so. Und dann
das machen, um wieder rauszuspringen. Genau. Gut. Wir sind jetzt hier so schön unter Wasser und es leckt. Ah. Nö, kann man nicht Schild machen oder was war das jetzt? Naja. Hey, das sind Schrein-Dingens da für uns. So ging Schild. Scheiße. Will unter Wasser sein, noch tiefer. Jetzt komme ich nicht an das Pool da. Dann. Hier. Ah. Naja gut. Ich werde sicherlich einige Sachen noch rausbekommen hier. Zum Beispiel, warum ich das die ganze Zeit hier verspreche. Naja. Und das auch wieder scheiße mit dem Laggen. Stirb. Kenner. So. Immer diese fliegenden Viecher. Wovon ich immer noch glaube, dass die Nui Jager oder Nui Raman. Oder beides, genau. Die kleinen und die großen. Gab's ja. Oh Mann, auch wenn ich die Steuerung hiervon noch nicht ganz verstehe. Upsi. Kann ich tiefer tauchen, wenn ich Schild mache, oder war das jetzt nicht zufällig so? Naja, egal, dann tauche ich halt erstmal wieder auf. So. Und auch sie kann einen ganz tollen Auflademove. Naja, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Wow. Geil. Was? Ach ja, noch mehr Lichtsteine, gut. Auf diesem kleinen Piratenschiffchen dort. Das ist das Zeichen von Bionicle drauf. Tugenden quasi. Einigkeit, Treue, Pflicht und Bestimmung. Ja, so war das. Ha. Gut. Eigentlich sind es ja 4 Tugenden und nicht 3. Hä? Moment mal. Fehlt hier nicht der mittlere Punkt? In der Tat, er fehlt. Sind nur 2 Punkte hier. Naja. Scheiß drauf. Jedenfalls waren es immer 3 Punkte und die hießen Einigkeit, also sagen wir die 3 Tugenden, Einigkeit, Treue, Pflicht und Bestimmung. Bestimmung war in der Mitte. Eigentlich sind es ja 4 Tugenden, weil Treue und Pflicht sind ja 2 verschiedene Sachen, aber Treue, Pflicht ist 1. Von daher. Was ist das denn? Ah, jetzt geht's da rein, okay. Thank you.
So, nach dieser dämlichen Unterbrechungsstörung, was auch immer, heiße ich euch wieder zurück willkommen. So. Jetzt vielleicht mal ankündigen sollen, dass ich unterbrochen werde. Ah, da geht's weiter. Übrigens, so sieht unsere tolle Tor von vorne aus. Ist das nicht gut? Ah, und dann können wir weiter paddeln, okay? Das ist doch schon mal sehr interessant für Unterwasserströmung. Cool. Erstmal schlage ich vor, machen wir die Kristalle unter Wasser und so. Und danach... Ah, da ist schon wieder so ein Galitor. Bauen wir aber echt viele Tore. Ziemlich cool. Zeigt, dass ich viel Erfolg von mir habe. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Egal. Irgendwie wird es schon zustande gekommen sein. Man, diese Strömung regen sich sowas von auf. Ich check die nicht. Aber zumindest wird man in diesem Wasser ständig wieder aufgeladen. Also eigentlich wirklich schwierig war das Spiel bis jetzt noch nicht. Ich habe zwar nicht drauf, aber... Oh! Unsere Schwester ist in diesem Käfig dunkler Energie eingesperrt und wir können sie nicht daraus befreien. Nur eine Explosion könnte diesen Käfig öffnen. Du musst deine Energie mit Öl voll aufladen und dann sofort L drücken, um deinen Nova Blaster zu geben. Cool! Das ist ja mal was Cooles Neues. Ich wusste gar nicht, dass die Novas so eine tolle Fähigkeit haben. Hä? Wie geht das denn? Ja, so geht das. Cool. Hey, du kommst sehr schnell. Ich hörte, dass du umso tiefer tauchen kannst. Je höher du kommst, das ist cool. Ja, ne? Ich bin cool. Ich bin eine große Tigerin, Gali. Gali Summer. Na gut, dieses Spiel ist ja nicht japanisch. Bemerkt ihr auch, dass das Haus davon ein wenig abspackt? Bestimmt ist da eine böse Schildkröte drin. Eine Monster-Schildkröte, ganz klar. Wobei, vielleicht doch nicht. Ah, verstehe. Nee, so funktioniert das alles nicht. Naja gut, ich versuche mal höher zu kommen. Vielleicht. Hm.
Nein. Shit. Oh Mann, das schockt mich einfach, Es stresst mich einfach nur, hier auf die Plattform zu kommen. Wie doof. Ist das wirklich so schwer? Oder stelle ich mich einfach nur bescheuert an? Nochmal. Yeah. Mr. Nova Blast. Ja, ich wollte ihn einfach nochmal einsetzen. Hey Gali, ich wette, wenn du von hier oben tauchst, könntest du den Boden des Abgrunds erreichen. Danke und schön zu wissen, Kumpel. Die Typen geben einem aber auch immer sehr nützliche Hinweise, muss man schon sagen. Ich bin da durchgefallen, wie behindert ist das denn? Ach nö, ihr Penner. Ja. Normalerweise leckt genau in diesem Moment wieder, aber ich denke, das passt schon. Ja, da baut ihr sowas ein, ne? Als ob ich da reinfallen würde. Ich bin nicht blöd. Ne? Ich hab nicht schon reingefallen, aber egal. Ich bin trotzdem nicht blöd. Cool dazu. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da bis zum Boden des Sees gekommen bin, aber naja. Wenn ihr sagt, das war der Boden, dann wird das wohl stimmen. Haben wir hier noch irgendwelche Kristalle? Hey, da oben fehlen noch Kristalle. Ja, wir müssen eh erst da hoch. Weil wir haben ja noch... Boah. Aber da unten ist noch ein... egal, den muss ich gleich... Das war wahrscheinlich der, an den wir damit jetzt rankommen konnten, aber naja. Ha! Und da oben hin noch. Okay. Das wird ja ein sehr interessanter Part mit diesem neuen Tor. Vor allem, weil Nuba, glaube ich, die Bionicle-Sprache wirklich neu heißt. Aber gut, so gut kenne ich mich da jetzt nicht aus. Ich kenne nur die Bionicle-Schrift relativ gut. Yo. Müssen wir dann nochmal hin? Auf dieses abspackende, stimmende Haus. Auf diese komische Pflanze. Ah gut. Versuchen wir es mal hier. Was ist denn hier los? Ah, ein neuer Gegner, sich ein Frosch. Sehr schön. Ich mag es, wenn Frösche in Spielen vorkommen, weil Frösche ja so schwache Exemplare sind und zumindest denkt man das immer von ihnen. Doch eigentlich sind sie böse und hinterhältig. Nicht. Und ich versuche nochmal meinen Nova Blast da vorne zu nutzen. Yeah. Hey, wer bist du denn? Sieht ein bisschen aus wie Nokama, aber das ist ein... Achso, 8 Maturan-Helfer brauche ich für die Bedienung dieses Krans. Aha. Das heißt, ich muss mich nochmal aufladen. Und ultimativer... Nova Blast.
Hey, Nora Blast. Oder Nuba Blast oder was auch immer. Ich weiß nicht mehr genau. Nuba Blast wäre ja eigentlich irgendwie logisch, aber na gut. Weiß nicht. Scheiße. Aber gut, ich komme auch so hoch. Von daher passt schon. Und 8 habe ich. Und den Kran kann ich nicht bewegen, oder wie? Ah, das war jetzt der Kran. Was sieht der denn da raus? Was zur Hölle? Okay, interessant. Aber ich merke schon, wie die Zeit verfliegt. Ich schätze, das machen wir dann erst im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, euer Leonard Zetterot. Ciao. Yo.